Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und es geht los, meine Burgentour 2020. Ihr habt wahnsinnig viele Vorschläge gemacht, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und es waren wirklich viele, es gibt ja auch wirklich viele Burgen, 25.000 in Deutschland, habe ich gelesen. Und insofern war die Auswahl unheimlich schwer zu treffen. Ich musste irgendwelche Kriterien für mich finden und bin am Ende auf Folgendes gekommen. Ich möchte Burgen besuchen, die möglichst alle, also 6 Burgen werden es ja, die alle 6 so ein bisschen unterschiedlich sind, wo man ganz verschiedene Dinge zeigen und erklären kann. Dann möchte ich gerne Burgen besuchen, die möglichst einen, ja, viel originalgetreuen mittelalterlichen Baubestand haben. Es gibt ja viele, viele Burgen, die im 18., 19. Jahrhundert vor allem im Zuge des Historismus gewissermaßen rekonstruiert wurden, wieder aufgebaut wurden. Die habe ich mehr oder minder aussortiert. Dann sollen es Burgen sein, die ich selbst noch nicht kenne, um selbst auch besonders überrascht und neugierig sein zu können. Und die Burgen müssen natürlich besuchbar sein in Zeiten von Corona und man muss da irgendwie drehen können und so weiter. Also nur Führung ist zum Beispiel schwierig. Ja, und außerdem müssen die Burgen noch so gelegen sein, dass ich in 6-7 Tagen so einmal durch Deutschland fahren kann. Das heißt, so einen ganz riesen Schlenker kann ich nicht machen, sondern ich will möglichst täglich nicht länger als 3-4 Stunden fahren. So, das ist im Prinzip die Kriterien gewesen und dann habe ich mich leiten lassen von meinem Gefühl und habe 6, glaube ich, ganz schöne Ziele gefunden. Und nun bin ich jetzt, oder wir starten gleich, zum ersten Ziel. Das liegt in Mecklenburg-Strelitz. Das wird Burg Stargard sein, im gleichnamigen Ort. Und das ist insofern gleich was Besonderes, denn das ist die einzige Burg, in der ich auch übernachten werde. Dort gibt es ein Burghotel direkt im Burggelände und bin schon sehr gespannt, wie das da eingebettet ist und was mein Blick aus meinem Zimmer dann sein wird, ob ich direkt auf die alten Gemäuer schauen werde. Vor uns liegt also 150 Kilometer Fahrt. Leider ist das Wetter nicht so, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe, sondern eher so. Aber ich glaube, wir werden das Beste draus machen. Schöne mecklenburgische Endmoräne wartet auf uns, Seenplatte und so weiter. Also, los geht's, Energie. So, liebe Freunde, ich bin hier sicher und heil an der Burg angekommen. Der Regen hat ein bisschen zugenommen, es dämmert auch gleich. Aber zum Glück hat die Burg offensichtlich keine Zugbrücke, sodass wir unser Hotel hoffentlich gut finden können. Schauen wir mal. Und ich bin drin, der Empfang war überaus freundlich. Das ist eines der Wirtschaftshäuser, würde ich mal sagen, am Rande der Burg, in der Nähe des Tores. Ich habe das Kastellanszimmer und das schauen wir uns jetzt mal an. So, Licht gibt es, glaube ich, auch. Jawohl. Schön. Kuschelig. Und schaut mal hier, wunderbare alte Schränke. Das hat man selten in Hotelzimmern. Naja, das sollte reichen. Aber wir werfen erstmal einen Blick hier aus dem Fenster. Und genau, wir sehen hier, das ist direkt
am Burgtor, wo ich eben reingegangen bin, eines dieser Häuser. Was haben wir hier noch? Ah, das darf natürlich nicht fehlen. Ob ich den benutze, das möchte ich mal bezweifeln. Ja, und hier ist tatsächlich fast wie in den mittelalterlichen Appartements einer Burg eine extra Stube noch oder eine Kammer, wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber zu dem Thema kommen wir später noch. Wir werfen hier nochmal einen Blick aus dem Fenster auf das kleine Burgmuseum, was es hier gibt. Und die eigentliche Burg, die sehen wir jetzt leider nicht, aber ich kann hier mal aus dem Fenster gucken. Die ist da hinter dem Baum. Da ist der eigentliche Eingang in die innere Burg. Wir sind hier gewissermaßen im Wirtschaftsteil in der Vorburg. Okay, gut, dann mache ich es mir erstmal gemütlich, werde irgendwo in der Stadt was essen. Ich denke, wir sehen uns dann morgen beim Burgrundgang. Eine geruhsame Nacht hier auf dem Burghotel und ein wunderbares Frühstück liegen hinter mir. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da jetzt rausgehe und wir uns die Burg anschauen, sollten wir nochmal klären, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Burg reden. Weit gefasst kann man natürlich sagen, eine Burg ist eine Befestigungsanlage. Und dementsprechend wären zum Beispiel die römischen Kastelle wären als Burgen zu bezeichnen oder eben auch die slawischen Befestigungen als Slawenburgen, so wie sie auch bezeichnet werden. Ja. Aber in der Burgenforschung vertritt man einen etwas enger gefassten Begriff, zumindest wenn man sich mit diesen mittelalterlichen Burgen, die wir vielleicht auch so in einer romantischen Vorstellung im Kopf haben, eine Burg auf einem Berg, ein Bergfried, Zinnen und Türmchen und ein Adeliger, der dort seinen Sitz hat. Und im engeren Sinne meint das in der Tat so etwas Ähnliches, nämlich entscheidend dafür ist und damit im Unterschied zum Beispiel zu diesen römischen Kastellen oder Slawenburgen die Verbindung eines Befestigungsortes mit einem Wohnsitz. Und zwar nicht nur das, sondern auch verbunden sozusagen mit einer Grundherrschaft, also mit einem Herrschaftsrecht. Und damit ist die Burg immer Zentrum eines Rechtsbezirkes. Und insofern liegt es nahe zu sagen, dass Burgen auch, und das hat die alte Burgenforschung auch so getan, immer auch Adelsburgen sind. Aber dem, wenn man sich die historische Realität anschaut, dem ist nicht so, denn das Ganze hat sich durchaus auch differenziert weiterentwickelt. Es gab nicht nur Adelsburgen oder nicht nur Adlige, die eben diese Herrschaft ausgeübt haben, sondern zum Beispiel auch Ministeriale. Ministeriale sind unfreie Dienstleute, die waren eben nicht Adlige, sondern unfrei sogar, die im Auftrag zum Beispiel von Adligen solche Burgen geführt haben und dort die Herrschaft ausgeübt haben. Oder es gibt Burgen im Besitz von Klöstern oder Burgen im Besitz von Städten. Wir werden noch eine so eine Burg besuchen, die im Besitz der Stadt Nürnberg war, längere Zeit. Oder auch im Spätmittelalter Burgen, die tatsächlich einzelnen Bürgern gehörte, zum Beispiel die Fugger, waren tatsächlich auch Burgbesitzer. Nun ist es sicher noch sinnvoll, den Begriff Burg von der Begriff des Schlosses und der Befestigung einmal abzugrenzen, wobei das mit dem Schloss gar nicht so einfach ist. Im englischsprachigen Raum und im französischsprachigen Raum, da wird das nämlich zum Beispiel gar nicht unterschieden. Der Begriff Castle meint beides, Schloss und Burg, und der Begriff Chateau meines Wissens auch. Bei uns unterscheidet man das, wobei man sagen muss, dass die Zeitgenossen im Mittelalter in der frühen Neuzeit das nicht so unterschieden haben. Denn auch der Begriff Schloss zum Beispiel deutet auf eben irgendwas Befestigtes hin. Es kommt eben von Schließen, Abschließen, Schützen, irgendwas. Also etymologisch haben die einen ähnlichen Ursprung. Die Unterscheidung kam erst im 19. Jahrhundert auf und meint im Kern die Trennung zwischen der Verteidigungsfunktion und der Wohnfunktion. So dass man allgemein sagen kann, ein Schloss ist ein Gebäude, das im Prinzip die Verteidigungsfunktion verloren hat. Und in die gleiche Richtung geht dann auch der Begriff der Befestigung. Befestigungen oder Festungen meinen dann im Prinzip gesicherte Stellungen, rein militärische Anlagen, wo häufig Truppen stehendes Heer stationiert waren. Aber das hat dann keinen Wohnsitzcharakter mehr. Diese Burg hier, die kann man als Grafenburg bezeichnen, später auch als Herzogsburg. Sie ist eine Höhenburg und als Funktionsweise
erfüllte sie später tatsächlich den Zweck auch einer Amtsburg. Also insofern sehen wir hier verschiedene Kategorien, können wir hier anlegen. Und das zeigt auch, das deutet darauf hin, dass es hier eine sehr bunte, vielfältige Geschichte dieser Burg gibt. Und die erzähle ich euch gleich, aber dann draußen. So, bevor wir uns auf einen Rundgang durch die Burg machen und uns die Details anschauen, möchte ich ein bisschen was zur politischen Geschichte der Burg und der Gegend sagen, denn das ist natürlich unmittelbar verknüpft dann auch mit der Baugeschichte. Was interessant ist, offenbar war diese Gegend schon besiedelt zu vorslawischer Zeit und nicht nur besiedelt, sondern hier gab es wohl schon eine Burg auf diesem Hügel. Die Slawen nannten die Gegend Stari Grad, was eben alte Burg heißt, und das weist eben darauf hin. Mehr weiß man allerdings nicht über diese Zeit. Die Slawen wurden natürlich dann irgendwann im Zuge der Wendenkreuzzüge, der sogenannten, besiegt, christianisiert, das Gebiet verteilt in gewisser Weise. Und dieses Gebiet gehörte ursprünglich den pommerschen Herzögen. Über ein paar Generationen allerdings nicht allzu lang, denn im 13. Jahrhundert, Anfang des 13. Jahrhunderts, geriet Pommern unter Druck. Im Westen gab es die Mecklenburger, die drängten und Land eroberten. Im Osten waren es die Herzöge von Pommerellen und im Süden waren es die Askanier, die Markgrafen von Brandenburg. Von allen Seiten also drohte Ungemach. Und Wladislaw III. Sah sich nun genötigt, irgendwas zu tun und entschied sich gewissermaßen den Askaniern, ja, man kann schon fast sagen, zu unterwerfen. Es gab einen Vertrag im Jahre 1236, der sah vor, dass sein Herzogtum ja als Vasallenherzogtum oder als Lehen unter die Markgrafen von Brandenburg gestellt wurden. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, dass dieses Gebiet hier direkt wechselte in die Kontrolle der Askanier 1236. Und das war ihr nördlichstes Gebiet und dementsprechend musste das gesichert werden und dementsprechend bauten sie also diese Burg, begann 1236 direkt damit, und man kann sagen, dass die erste ursprüngliche Bauphase so spätestens 1260 abgeschlossen war. Aber das Ganze blieb nicht in der Hand der Askanier, und zwar aus folgendem Grund. Der nächste Markgraf war Albrecht III. Und Albrecht III. Verheiratete seine Tochter Beatrix mit dem Herzog von Mecklenburg, Heinrich II. Und es war üblich, dass man seiner Tochter natürlich eine Mitgift mitgab. Und auf dieser Ebene, auf denen die sich bewegten, musste die Mitgift schon ziemlich groß sein. Denn die diente dazu, dass im Prinzip gewissermaßen die Frau unterhalten werden konnte, finanziert werden konnte. Und dementsprechend war das Wittum, so nannte man das, also Wittum im Sinne vom, also so ähnliche Wortstamm wie Widmung. Und Stargard war also das Wittum für Beatrix. Dementsprechend ging dieses gesamte Gebiet mit der Hochzeit an den Herzog von Mecklenburg. Allerdings ist das rechtstechnisch ein bisschen komplizierter gewesen, denn es ging als Lehen wiederum an den Herzog. Und was das genau bedeutet, da waren sich offenbar die Beteiligten auch nicht so ganz im Klaren. Denn dann passierte Folgendes. Beatrix und Heinrich bekamen keine männlichen Nachfolgen. Und irgendwann starb Beatrix, Anfang des 14. Jahrhunderts. Und dann kamen die Askanier und haben gesagt, ja gut, damit ist das zurückgestorben. So sagten sie, das wäre sozusagen die rechtliche Interpretation des Ganzen. Das heißt, das Gebiet sollte eigentlich zurückkehren in askanische Hand. Das wiederum wollte sich natürlich der Herzog nicht gefallen lassen, also der mecklenburgische Herzog. Und so kam das zu einem heftigen Konflikt und war Teil eines zu der Zeit schon stattfindenden sogenannten Markgrafenkrieges, der norddeutsche Markgrafenkrieg. Eine ziemlich komplizierte Situation. Die Askanier und ein paar Verbündete auf der einen Seite und Mecklenburg und Pommern und Dänemark auf der anderen Seite. Mecklenburgische Städte, Wismar und Rostock, die waren auf Seite der Askanier. Alles ganz kompliziert. Und dieser Konflikt geriet genau mitten in diesen anderen Konflikt hinein. Und das Ganze wurde gelöst bei der Schlacht von Gransee. Also es war vermutlich die bedeutendste Schlacht. Relativ am Ende dieses Krieges. Gransee liegt im oberen Havelland. Und das ist insofern interessant, weil die Askanier waren eigentlich die überlegene Macht. Sie hatten nämlich gepanzerte Reiter. Das hatten ihre Gegner nicht. Weder die Dänen noch die Mecklenburger. Die hatten Fußsoldaten. Aber offenbar hatten die eine gute Kriegstaktik. Nämlich
Sie haben ihre Fußsoldaten so eingesetzt, dass sie aus dem Waldrand, wo überraschend hervorgebrochen sind und die Reiter angegriffen haben, dadurch konnten die nicht ihren berittenen Vorteil ausspielen. Und die Fußsoldaten haben also gegen dieses kleine Ritterheer gewonnen. In welchen Dimensionen wir uns bewegen, jetzt so zahlenmäßig, das ist nicht überliefert. Aber auf jeden Fall, das war im Prinzip das Ende dieser Ansprüche. Und seitdem ist diese Burg und dieses Land im Besitz der Mecklenburger. Das ist es dann auch im Prinzip geblieben. Es gab allerdings auch in Mecklenburg Erbteilungen. Unter anderem teilte sich dann irgendwann eine Linie in Mecklenburg und Mecklenburg-Stargard auf. Und genau, also die Burg Stargard wurde dann zum Herzogssitz dieser Herzöge von Mecklenburg-Stargard. Also das war hier tatsächlich dann auch richtige Residenz, Herzogsresidenz, so im 15. Jahrhundert. Diese Linie starb irgendwann aus, die Linie von Stargard. Das Ganze ging wieder zurück in die Hand des Stammhauses der Mecklenburger. Und dann irgendwann 1701 gab es nochmal wieder eine Teilung, die berühmte Teilung von Mecklenburg und Mecklenburg-Strelitz. Und das Ganze war dann hier Mecklenburg-Strelitz, war dann aber nicht mehr Fürstensitz. Also der Herzog residierte dann natürlich nicht mehr in einer Burg im Jahr 1701, sondern in einem wunderbaren Schloss in Neustrelitz, nicht weit von hier. Und das war dann einfach Amtssitz dieses Fürstentums. Also hier war ein Amtsmann, später dann ein Landrat oder Landdrost, wie das so hieß. Sehen wir auch noch Gebäude dazu. Was vielleicht noch bedeutsam ist, dass hier während des Dreißigjährigen Krieges der General Tilly hier sein Hauptlager hatte bei der Belagerung von Neubrandenburg. Hat er sozusagen hier sein Feldlager aufgeschlagen. Neubrandenburg ist hier wirklich auch nur 10 Kilometer entfernt. Ja, ich denke, das ist erstmal so ein grober Überblick. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Gebäude an aus unterschiedlichen Bauzeiten. Oh, ich stehe jetzt nochmal vor dem Gelände. Da sollte man ja auch einen Rundgang beginnen. Und zwar vor dem Eingang zur Vorburg. Ich hatte erwähnt, und ihr seht es auch so ein bisschen, hier war der ursprüngliche Wassergraben und es gab eine Zugbrücke, eine Klappbrücke war es, die über diesen Graben führte. Später wurde hier ein Damm aufgeschüttet, um die Zufahrt zu erleichtern. Man erkennt aber noch, ich hoffe, ihr seht es, sehr schön im Tor unten die Einfassung für den einen Teil dieser Klappbrücke. Dieses Torhaus ist nur noch eine Ruine, es war zweigeschossig und auch schön zu sehen, es ist eine Art Mischbau mit romanischen und gotischen Elementen. Unten haben wir ein romanisch angelegtes Tor noch, während oben ein stumpfer gotischer Spitzbogen zu sehen ist. Was ebenso faszinierend ist, und das ist mir noch nirgendwo anders begegnet, ich bin mir nicht sicher, ob das normal war, dass ursprünglich offenbar oben in diesem, also im Obergeschoss dieses Torhauses, war die Burgkapelle, also in der ersten Bauphase sozusagen oder in der ersten Burgphase. Die wurde später in die Hauptburg verlegt, auch das werden wir nochmal sehen, aber irgendwie faszinierend und man sieht oben auch sozusagen die Kapellenfenster. Nachdem das keine Kapelle mehr war, wiederum, haben sie diese Fenster verkleinert und zu Schießscharten dann ausgebaut. Aber dennoch finde ich es merkwürdig, weil so eine Kapellenfenster sind ja nun nicht so optimal zur Verteidigung. Aber vielleicht war das irgendwie eine effiziente Art und Weise, irgendwo die Kapelle auch noch unterzubringen. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Gelände der Vorburg und die Gebäude, die jetzt hinter mir zu sehen sind, die sind alles späteren Baujahrs, so 18. 19. Jahrhundert. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass dieses ganze Vorburggelände bebaut war, mit Wirtschaftsgebäuden, mit Stallgebäuden, mit Scheunen und so weiter. Die Bauern mussten ihre Abgaben abliefern, das wurde ja hier eingelagert. Vielleicht gab es auch eine Schmiede, auf jeden Fall Ställe und solche Geschichten. Dieses Gebäude ist wohl um 1800 gebaut worden. Das ist das, was jetzt das Burghotel darstellt, wo ich auch übernachtet habe. Und zwar ist das aber als Gefängnisgebäude gebaut worden. Insofern habe ich möglicherweise eher in einer Gefängniszelle übernachtet, als in einem Burgherrenzimmerchen. Ihr habt schon mitbekommen, das Ganze war ja Amtssitz. Und zu einem Amtssitz zu dieser Zeit gehörte dementsprechend auch so eine Art Amtsgefängnis. Und dafür diente dieses Gebäude. Das wiederum ist ein Stallgebäude, auch nicht mittelalterlich, aber Ställe waren natürlich auch später noch notwendig. Und hier hinter mir, das ist ganz interessant, dieses kleine Gebäude, das ist auch 19. Jahrhundert, vor allem in dieser Bauform, teilweise sogar 20. Jahrhundert. Aber das Gebäude ist das Amtsschreiber- und Amtsreiterhaus gewesen.
Das heißt, hier war, das war der Amtssitz. Es gab sozusagen den Amthauptmann, später Landrat. Und der hatte natürlich auch wiederum Bedienstete, ganz wichtig, der Schreiber, der musste irgendwo wohnen. Und der Amtsreiter, der musste sozusagen dann die Nachrichten, die Akten, die Informationen dann weitergeben, zum Beispiel zum herzoglichen Hof. Und dafür gab es einen eigenen Posten und der wohnte ebenfalls hier. So, hinter mir seht ihr das älteste Gebäude dieser Vorburg. Es stammt aus dem Jahr ungefähr 1400, Anfang des 15. Jahrhunderts. Und das war der Marstall. Hier fanden rund 60 Pferde Platz. Außerdem wurde hier Getreide gelagert, die Abgaben der Bauern. Und es war das Gebäude, wo die Burgwache sich untergebracht war. Man weiß, dass dort noch ein anderes Gebäude vorher stand, dessen Funktion man sich nicht bewusst ist. Möglicherweise ebenfalls Stall oder ähnliches. Das alte Gebäude, das schmiegte sich noch ein bisschen besser an die äußere Burgmauer an, war so ein bisschen gewundener, krummer, könnte man sagen. Aber das wurde dann später gebaut, unter anderem, weil die Vorburg, dazu kommen wir gleich, die brannte 1352 komplett ab. Kann ich ja schon mal erzählen, 1352 gab es einen heftigen Angriff der Dänen auf diese Burg und in dem Zuge hat man wohl die Vorburg aufgegeben und hat sie möglicherweise selbst angesteckt, damit sich die Gegner dort nicht verschanzen konnten. Und die Hauptburg wiederum hat man aber bei dieser Belagerung halten können. Insofern ganz interessant, wie wichtig eben so eine Vorburg auch ist, sozusagen als erste Verteidigungslinie, die man dann auch aufgeben kann und sich auf die zweite zurückziehen kann. Und man kann davon ausgehen, dass eben diese ersten Gebäude, die alle hier gestanden haben auf der Vorburg, die alle nicht mehr da sind, dass die im Zuge eben dieser Belagerung vernichtet wurden. Ich stehe jetzt hier vor der Hauptburg. Und was man hier sehen kann, ist wirklich sehr bemerkenswert, was man auch, glaube ich, in keiner anderen Burg so sehen kann. Nämlich man sieht hier drei Tore, die zu unterschiedlichen historischen Zeiten so genutzt wurden. Hier, das hier, ist das alte Haupttor gewesen, als die Burg gebaut wurde. Auch die Vorburg, die war umgeben von einem Graben, von einem Trockengraben. Der wurde später aufgeschüttet, davon ist jetzt hier nichts mehr zu sehen. Aber man sieht auch hier noch, dass ebenfalls dort es eine Zugbrücke, eine Klappbrücke gegeben hat, die dann in die innere Burg, in die Hauptburg hineingeführt hat. 1352, ich hatte es erwähnt, gab es jetzt diesen heftigen Angriff der Dänen, die Belagerung und das Abbrennen der Vorburg. Und in diesem Zusammenhang, bei der Belagerung, muss dieses Haupttor auch völlig zerstört worden sein. Der Herzog entschied sich, dass das Ganze als Ruine nicht mehr weiter genutzt werden sollte und entschied sich dann, ein zweites Tor zu bauen. Bevor wir aber zu dem gehen, gehen wir kurz noch mal ran, denn man kann hier noch ein paar schöne Details erkennen. Und zwar sieht man hier, also das war wirklich der alte Zugang zur inneren Burg, hier sieht man noch sehr schön die Lager der Achse für diese Klappbrücke auf beiden Seiten. Also dieses Tor konnte nicht mehr genutzt werden und man entschied sich für eine einfache Lösung ab 1352 und durchbrach einfach die sehr dicke Mauer zur Innenburg und baute ein zweites Tor. Das hatte den Vorteil, man baute es dann gleich ein bisschen breiter, sodass auch Fuhrwerke hindurch kamen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, als es damals war. Also ihr seht hier ein komplettes Gebäude, was eine einheitliche Dachlinie hat. Das war damals so nicht, das war eben die Mauer. Aber die Zeiten entwickelten sich weiter. Ich hatte erzählt, dass um 1500 umfangreiche Umbauten stattfanden und man erbaute ein neues drittes Tor. Und das ist genau das Tor, was jetzt noch heute uns auf den eigentlichen Burghof führt. Allerdings auch nicht mehr Originalzustand. Das war ein Torhaus, was noch ein Geschoss drauf hatte und einen Zwiebelturm wohl hatte. Das ist dann irgendwann abgebrannt und daraus hat man dann eben diese neue Front gemacht. So, und dann gehen wir mal erstmal rein in dieses dritte Tor zur Burg. Hier sind noch ein paar interessante Sachen zu sehen. Einmal der Aufgang in das obere Geschoss, der frühere Aufgang, der jetzt so nicht mehr existiert. Da gab es einen Torwächter mit Sicherheit. Dann sehen wir hier noch eine später oder hinzugefügte Schießscharte mit Auflage für die Hakenbüchsen. Das ist mir wichtig, dass da so ein Querbalken ist, sonst konnte man die Büchsen nicht verwenden. Und dann eine Sache, die ich so noch nirgendwo gesehen habe. Und zwar gab es hier so ein dickes Deckengebälk.
Und darüber befand sich 10 Tonnen Lehm. Und dann konnte man wohl hier diesen Stützpfeiler, den konnte man wohl wegschlagen. Und dann wäre dieses gesamte Deckengebälk zusammengebrochen und hätten also dieses Tor komplett verschüttet, um also die maximale Sicherheit irgendwie hier zu gewährleisten im Fall eines Falles. Erstaunliches Prinzip. Jede Burg hatte einen Palas, einen Herrensitz, also da, wo dann wirklich der Burgherr oder der Fürst residierte. Und dieser ist leider auf dieser Burg nicht mehr vorhanden. Der ist irgendwann komplette Ruine gewesen und wurde dann abgebrochen. Die Steine wurden verwendet zum Aufbau des Schlosses in Neustrelitz. An der Stelle dieses neueren Hauses, ich glaube aus dem 19. Jahrhundert stammt, da stand dieser Palas, der wohl sehr prunkvoll gewesen sein muss, dreistöckig mit Kellerraum, Kaminen und so weiter, natürlich mit Saal, alles was dazugehört. Das Gebäude daneben, das ist hochinteressant, das war im Prinzip Teil dieses Palas-Komplexes. Das war der Teil, in dem die Hofdamen und die Herzogin residierte. Und dahinter wiederum ist dieses erste Torgebäude, von dem ich euch erzählt hatte. Und das wurde dann später irgendwie zusammengeführt, aber da kann man reingehen und das machen wir jetzt mal, weil das wirklich sehr interessant ist, sich anzuschauen. Und ihr seht, das ist jetzt als so eine Art Veranstaltungsraum, möglicherweise auch als Kirche nutzbar. Und das war es tatsächlich auch in mittelalterlichen Zeiten ab einem bestimmten Punkt. Man sieht vielleicht jetzt hier auch die Gewölbedecke, zumindest in diesem Teil des Gebäudes. Denn ich hatte euch erzählt ja, dass am ersten Torgebäude das Obergeschoss als Kapelle genutzt wurde. Und irgendwann hat man das tatsächlich hier hineingelegt und eben dieses Obergeschoss des ersten Torgebäudes zur Hauptburg als Kapelle genutzt. Nach wie vor finde ich das ziemlich skurril. Hier war dann aber das eigentliche Tor und die Durchfahrt. Als das Ganze Ruine war, hat man das hier verfallen lassen und hat hier einen anderen Gebäudeteil davor gebaut bzw. genutzt. Das sieht man sehr schön anhand der unterschiedlichen Decke, der eben sozusagen erstmal sozusagen getrennt genutzt wurde. Und das war eben dieser Damen- oder Frauenflügel. So, wenn wir dann wieder heraustreten auf den Burginnenhof, sehen wir dieses Gebäude rechts, das aus dem Jahr 1250 stammt und ja bis etwa 1500 als Brauhaus genutzt wurde. Und man sieht schon, wie bedeutsam das Brauen gewesen sein muss, wenn so ein großes Gebäude dafür verwendet wurde. Ab 1500 gab es, wie erwähnt, große Umbaumaßnahmen und dann war das hier Sitz des Burgvogtes und Küchentrakt und ähnliches. Und später dann, zu Zeiten von Mecklenburg-Strelitz, war hier für eine gewisse Zeit eine Münzprägeanstalt drin, für ein paar Jahre. Deswegen wird das hier auch die alte Münze genannt. Diese Ruine, die wir hier sehen, das ist das sogenannte Krumme Haus. Und auch das war ein Palas, ein Herrschaftssitz. Und hier muss sich wohl auch die Keimzelle überhaupt der Burg befinden. Denn ganz links, dieser Teil des Gebäudes, das war wohl eines der ersten Bauten hier, ein Wohnturm, womit man häufig auch eine Burganlage begann. Der Palas wurde in der Form aufgebaut oder das Krumme Haus wurde nötig, als um 1500 Albrecht der Schöne eine Residenz für seinen Bruder benötigte. Der musste natürlich auch entsprechend untergebracht werden und dafür baute man dann dieses Haus aus. Dementsprechend war zu dieser Zeit diese Burg gewissermaßen eine Art Doppelresidenz mit doppelter Hofführung und Hofhaltung. Später, als die Herzöge hier ausgezogen sind, war der Ort dann Sitz des Amtshauptmannes und des Landdrosten, der dann hier seine Wohnung hatte. Es gab hier Gästezimmer und es gab das umfangreiche Amtsarchiv, die Schreibstufen und einen großen Gerichtssaal. Und man sieht, wenn man hier reingeht, wie imposant ja, und groß dieses Gebäude gewesen sein muss. Es gibt tatsächlich auch noch erhaltene Bilder, wie man sich das ungefähr
vorstellen kann. Hier soll wohl auch der letzte Hexenprozess in Mecklenburg stattgefunden haben. Irgendwann, ja, das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, irgendwann Anfang des 18. Jahrhunderts muss das gewesen sein. Ansonsten, der Brand hier, der war dann wohl erst 1919 verursacht, irgendwie durch Brandstiftung. Das Haus konnte nicht mehr gerettet werden. Inzwischen denkt man über einen kompletten Wiederaufbau nach. Wobei ich bin ehrlich gesagt persönlich kein so großer Freund von solchen Wiederaufbau-Rekonstruktionsprojekten. Ich finde diese Ruinensituation, wenn sie dann erstmal eingetreten ist, so, und wenn man sie sichern kann, eigentlich viel sinnvoller und faszinierender. Und zu guter Letzt haben wir den, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckenden Bergfried mit 4 Meter dicken Mauern hier unten. Zu jeder richtigen mittelalterlichen Burg gehört natürlich ein Bergfried. Und wie sich das ebenfalls gehört, ist der Zugang zu diesem Turm in 9 Meter Höhe, damals natürlich über eine Holzleiter oder Holztreppe zu erreichen, damit eben Angreifer auch dort nicht so einfach hineinkommen konnten. In der Forschung ist es relativ umstritten, ob, also was eigentlich die Funktion des Bergfriedes am Ende war. Er war mit Sicherheit kein Wohnraum, dazu war es viel zu unbequem. Man sagt ja häufig, es war so die letzte Verteidigungslinie, aber dafür ist eigentlich, sind die Bergfriede nicht so richtig vernünftig gebaut worden. Man konnte von dort aus kaum feuern. Ihr seht es, wenige Schießscharten. Vermutlich war vor allem die Funktion die, dass man eben von oben einen wahnsinnigen Überblick über die Lage haben konnte. Also erstmal in Friedenszeiten, oder was heißt, zu jeden Zeiten hatte man einen unglaublichen Umblick auf das Land, und auch im Falle einer Belagerung konnte man von hier oben ganz genau beobachten, was passierte und die Dinge koordinieren. Das wird vermutlich der Hauptzweck gewesen sein. Im Turm selbst lebte wohl der Türmer, der genau das vermutlich getan hat, nämlich beobachtet hat von dort oben. Und das Schöne an Burg Stargard ist, oder in dieser Burg, wir können den Bergfried besichtigen. Also gehen wir mal hoch. So, da bin ich oben angekommen. Ich habe noch gelesen, dass es unterhalb der Zinnen, dass es dort einen hölzernen Wehrgang gegeben hat. Der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Also insofern doch eine etwas stärkere Wehr- und Verteidigungsfähigkeit vielleicht doch gewesen. Ansonsten waren auch die Zinnen, die ihr hier seht, die waren im Mittelalter viel, viel breiter. Es gab, glaube ich, nur 7 oder 8 Zinnen. Die wurden später verkleinert, als es dann mehr mit Schusswaffen gearbeitet wurde. Ja, da unten sehen wir nochmal das krumme Haus. Das Brauhaus bzw. die Münze ist nicht zu sehen. Da ist der Baum davor. Da haben wir nochmal das alte Torhaus. Die spätere Kapelle. Ja, da hinten sehen wir die Vorburg mit dem Marstall, dem Gefängnishaus, heute Hotel, der Scheune, da ist heute ein Burgcafé drin. Ja, und dahinter sind Gärten angelegt worden. Das ist insofern in gewisser Weise historisch, weil das wohl die Durchfahrt war, also die durch die Scheune da durch, hier, zum Wirtschaftshof. Zu jeder Burg gehörte eigentlich ein Wirtschaftshof, ein kleiner Bauernhof mit diversen Ställen, Wirtschaftsgebäuden, sicher am Gemüsegarten, und die Bewirtschaftung der umliegenden Ackerflächen wurde von hier aus dann durchgeführt. So, und da sehen wir auch den jetzt schon mehrfach angesprochenen Ort, heute Burg Stargard, früher Stargard, der von den Askaniern die Stadtrechte bekommen hat. Da, wo jetzt die Kirche zu sehen ist, da ist in etwa der Marktplatz. Man kann in diesem Turm aber nicht nur hinaufsteigen, sondern man kann auch hinabsteigen oder hinuntergeworfen werden, wie man es will. Denn in diesem Bergfried befindet sich in 13 Meter Tiefe, unterhalb dieses Angstloches, der Kerker, der Verliesraum. Jede Burg hatte in der Regel 1, 2 solcher Räume, wobei man davon ausgehen muss, dass das immer nur vorübergehend Aufenthaltsort von Gefangenen gewesen sein kann. Wenn es
größere Zahl gegeben hat. Dafür war die Burg einfach nicht gedacht. Da gab es dann andere Orte, wo man Leute einsperren konnte, meistens in den Städten oder ja, an geeigneteren Orten. Und später war das sowieso kein Thema mehr. Da hat man dann eben so ein Gefängnis gebaut, wie wir es hier auch gesehen haben. So, liebe Freunde, mit einem zünftigen Mittagsimbiss hier im Burgcafé beende ich meinen Besuch hier auf der Burg Stargard. Ich war noch nie hier. Es hat mir wunderbar gefallen. Ich hoffe, euch hat es ebenso Freude gemacht. Ich war jetzt weiter nach dem Essen in Richtung Süden. Etwa 400 Kilometer liegen vor mir. Und dann besuche ich eine Burg in Sachsen. So viel kann ich schon mal verraten. Davon erfahrt ihr dann in Teil 2 meiner Burgentheorie. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwall.